vorhanden sind. Wir haben noch ein paar Stühle dazugeholt. Mein Name ist Leon Krempel und ich durfte die Ausstellung mit Rosalino Ludovico kuratieren. Wir haben ein tolles Begleitprogramm und haben heute etwas ganz Besonderes vor. Man spürt den Frühling, diesen Frühling, nicht den Frühling im Allgemeinen, sondern diesen Frühling, einen ganz besonderen Frühling in der Ausstellung Primavera von Rosalino Ludovico. Das Augenblickhafte ist das heimliche Thema ihrer Ausstellung von abstrakter Malerei und das erwächst aus der Begegnung mit anderem. Was käme da willkommener als eine Lecture-Performance, die für diesen Ort, für diesen Anlass geschaffen wurde. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Am wenigsten ich kenne nichts. Ich habe nur aus der Ferne zuschauen dürfen, was George Frederick Takis für uns in Hic et Nunc vorbereitet hat. Danke, George, dass du das gemacht hast. Du hast mir gestern beim Thailänder gestanden, dass du ein halbes Jahrhundert für diesen Abend gedacht, vorbereitet hast, also für einen Abend, von dem du noch gar nicht wissen konntest, wann er kommt. Jetzt ist er da. Mhm. Hic et nunc, George. Hic et nunc. Hic et nunc. Ja, noch lauter, dass es auch ins Mikrofon geht. Hic et nunc, ja. Hic et nunc, George Frederick Takis. Okay. Heute Abend haben wir uns in der Kunsthalle Darmstadt zusammengefunden. Sie da, ich hier. Dazwischen ein Raum der Ungewissheit, ein Fokus der Neugierde. Was wird geschehen? So ganz weiß ich selber nicht und das macht die Sache spannend. Worüber wir doch schon Bescheid wissen, ist die Tatsache, dass wir dabei denken werden. Ich hoffentlich beim Vortragen, Sie beim Ertragen. Mein Gott, wo bin ich bloß hier gelandet? Oder vielleicht wird es doch nicht so schlimm, so karg, und es wird etwas Food for Thought geben. Sogar ein bisschen Unterhaltung. Mal sehen. Auf jeden Fall gebe ich mein Bestes. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei jedem Einzelnen von Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind. Es ist heute das erste Mal, dass ich sowas mache, überhaupt. Es ist ein absolutes Debüt. Und es geht um Fragestellungen und Überlegungen, die mich seit vielen Jahren beschäftigen, ja, faszinieren. Und ohne Sie könnte ich den Versuch nicht machen, aus dem bisher Privaten eine öffentliche Mitteilung zu machen. Und so sage ich nochmal aus tiefstem Herzen Danke and welcome. Okay. Fangen wir tatsächlich mit dem Thema des Denkens an. Vielleicht machen Sie bald in dem Augenblick, wo ich kurz aufhören werde zu reden, vielleicht merken Sie die Stille, innerhalb von der jeder von uns schweigend weiterdenkt. Wie kleine, komplexe Kopfmaschinen surren unsere respektiven Gehirne immer weiter. Es flirren unentwegt Geflechte von Gedanken in sich stets verändernden Konfigurationen. Alles unsichtbar. Wir können unsere Gedanken nicht gegenseitig sehen. Darf ich Sie jetzt einladen, die Augen zu schließen und zu spüren, wie in der inneren Dunkelheit Ihre Gedanken hervorleuchten, Bilder auftauchen, eins nach dem anderen, in ungebrochener Sukzession. Jetzt machen wir die Augen auf und haben Sie gemerkt, wie privat der Vorgang ist?
und wie dynamisch, wie stark ihr Denken ist. Es war mit solcher Beobachtungsfrische, dass die Griechen im Altertum diesen mentalen Muskel entdeckten und erforschten. Sie richteten das Licht des Verstandes auf die Welt um sie herum und stellten Fragen über Grund und Ursache des Kosmos, was heißt die Welt als geordnetes Ganzes. Es war in Kleinasien im 6. Jahrhundert vor Christus, als Denker wie Thales und Anaximander einen philosophischen Aufbruch einleiteten, der einige Jahrhunderte später in den tiefsinnigen Reflexionen von Sokrates und Platon in Athen kulminierte. Von Raphael haben wir in der Stanza della Signatura im Vatikan das Fresko La Scuola di Atene. Schauen Sie den zentral perspektivisch konstruierten monumentalen Innenraum an, diesen Tempel des Verstandes, in dem ausschließlich männliche Figuren nachdenken, disputieren, schreiben. Ihre philosophische Tätigkeit kann besonders schön beschrieben werden in meiner Muttersprache, aus der ich zwischendurch heute Abend kleine Schnipsel einfügen werde, so wie jetzt. The lucid gaze of the inquiring mind. Shakespeare hat die Tragweite und Erhabenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens in Hamlet gefeiert. What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculty! In form and moving, how express and admirable! In action, how like an angel! In apprehension, how like a god. Der Mensch trägt in sich das Licht der Vernunft, benutzt es wie eine Laterne, um die Welt um ihn zu beleuchten. See and understand with the light of reason. Das James Webb Weltraumteleskop, das uns als eine Art Zeitmaschine bald Einblicke in die Entstehung von den frühesten Galaxien gleich nach dem Big Bang ermöglichen wird, dient sicherlich als hervorragendes Beispiel und Symbol unseres forschenden, fragenden Geistes. Die dicke Ansammlung des menschlichen Wissens im World Wide Web ist auch eine schier atemberaubende Leistung. Früher in meinem Leben erlebte ich konkret und körperlich eine analoge Version dieses Wunders, als ich an der Harvard University studierte und durch die riesige Widener Library wandern durfte. Auf 10 Etagen über und unter der Erde, mit 92 Kilometern von Regalen, enthält diese Bibliothek mehr als 3,5 Millionen Bücher. Der inspirierende und zugleich erdrückende Parcours wurde von dem amerikanischen Romanautor Thomas Wolfe in Young Faustus from Of Time and the River im Jahr 1935 treffend geschildert. Wandering through the stacks of that great library like some damned soul, never at rest, ever leaping ahead from the pages I read to the pages of those I want to read. Der unruhige, wissensdürstige menschliche Geist inmitten einer Unzahl von intellektuellen Erkenntnissen und Errungenschaften.
Stellvertretend für sämtliche literarische Schöpfungen des Verstandes soll ein bescheidenes Taschenbuch stehen. Genau. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von Walter Benjamin. Allzu leicht vergessen wir, als allzu selbstverständlich betrachten wir die Leistung unserer unbemerkbaren Gedanken aus dem undurchdringlichen Innenraum des Schädels durch gesprochene oder geschriebene Sprache herauszuholen und anderen Menschen mitzuteilen. Merken Sie, vielleicht mit der von Hamlet geäußerten Bewunderung, die Schärfe und Schönheit dieser Passage, deren Inhalt uns später auch weiter beschäftigen wird. Die Einzigkeit des Kunstwerks ist identisch mit seinem Eingebettetsein in den Zusammenhang der Tradition. Diese Tradition selber ist freilich etwas durchaus Lebendiges, etwas außerordentlich Wandelbares. Eine antike Venusstatue zum Beispiel stand in einem anderen Traditionszusammenhang bei den Griechen, als sie zum Gegenstand der Kultus gemacht wurde, als bei den mittelalterlichen Klerikern, die einen unheilvollen Abgott in ihr erblickten. Was aber beiden in gleicher Weise entgegentrat, war ihre Einzigkeit, mit einem anderen Wort ihre Aura. Die ursprüngliche Art der Einbettung des Kunstwerks in den Traditionszusammenhang fand ihren Ausdruck im Kult. Die ältesten Kunstwerke sind, wie wir wissen, im Dienst eines Rituals entstanden, zuerst eines magischen, dann eines religiösen. Es ist nun von entscheidender Bedeutung, dass diese erratische Daseinsweise des Kunstwerks niemals durchaus von seiner Ritualfunktion sich löst. Mit anderen Worten, der einzigartige Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in dem es einen originären und ersten Gebrauchswert hatte. Wie vermittelt die Sprache solche Gedanken? Die Syntax gliedert ihren Aufbau, stiftet Zusammenhänge. Die Logik regelt ihre Argumentation, überprüft Schlussfolgerungen. Gedanken werden zusammengefügt in ein Systema, das griechische Wort für ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes Ganzes. Thinking is hard work. Das angespannte, verinnerlichte Nachsinnen wurde von Auguste Rodin durch den nackten, muskulösen Körper von Le Penseur versinnbildlicht, sicherlich mit einem Anklang an die heroischen Figuren von Michelangelo in der Kapelle Sistina. Was aber passiert mit einem solchen fühlbaren, greifbaren Körper im frühneuzeitlichen Rationalismus von René Descartes? Seine Meditationis, die Prima Philosophia von 1641, enthalten das berühmte Diktum Cogito ergo sum sowie die Formulierung eines grundlegenden, unbezweifelbaren Satzes: Ego sum, ego existo, quam diu cogito. Ich bin, ich existiere, so lange als ich denke. Dieses denkende Ich jedoch macht den menschlichen Körper zu einem Objekt der materiellen Welt. Operiert auf der Basis eines Leib-Seele-Dualismus. Descartes mechanistisches Weltbild postuliert die Existenz zweier beim Menschen miteinander wechselwirkender, aber voneinander verschiedener Substanzen.
Geist und Materie und überträgt die Maschinenvorstellung auf den menschlichen Körper. Ja, ebenso wie eine Uhr, so steht es auch mit dem menschlichen Körper, wenn ich ihn als eine Art Maschine betrachte, die aus Knochen, Nerven, Muskeln, Adern, Blut und Haut eingerichtet und zusammengesetzt ist. Etwas später an diesem Abend werden wir eine Alternative zu dieser Betrachtungsweise kennenlernen. Schon jetzt aber kann eine kritische Perspektive auf eine solche Spaltung formuliert werden. Das menschliche Denkvermögen nimmt immer eine Position ein. Vergleichbar der Zentralperspektive betrachtet man etwas von einem Blickpunkt aus. A fixed observational position. Und hier errichtet man ein mentales Gebäude. Dazu braucht man bekanntlich Bausteine. Die findet der Intellekt in sich selbst, in den eigenen Gedanken. Die werden kombiniert und genannt. So. Rot, gelb, blau. So, Moment. So machen wir das. Rot. So. Genau. Okay, genau. Genau. Rot, gelb, blau. Ich liebe dich. These, Antithese, Synthese. Die Bindesubstanz besteht in der gedanklichen Gruppierung, dem in Beziehung zueinander setzen. Zum Beispiel, ich betrachte die drei Farben der Bausteine und sage Primärfarben. Dann mache ich eine Beobachtung. Blau und Gelb macht Grün. So. Woraufhin der nächste Satz kommt. Vielleicht eine Frage oder eine Beobachtung. Und dann der nächste. Immer wieder in stetiger Sukzession. Ungebrochen. Wobei ein riesiges Gebäude entsteht. Nicht dieses oder jenes spezifische Bauwerk, so wie meine politische Meinung oder meine Kindheitserinnerungen oder mein Wissen über Rembrandt, sondern die Gesamtarchitektur eines Lebens, die fortlaufenden Gedanken eines Individuums in jeder Ganzheit. Das Wesentliche an dieser Konstruktion ist der Raum, in dem er errichtet wird, in sich geschlossen, subjektiv, selbstreferenziell, cogito, ich denke. Die Gesamtheit meiner Gedanken bildet eine Position, die in Bezug zur fixierten Betrachtungsweise des Ichs entsteht. Mein Zuhause, der Privatraum, den wir am Anfang des Abends mit geschlossenen Augen erkannt haben. Was wir dabei nicht merken, ist die Enge dieser Auffassung. Die Gedanken in unserem Kopf bilden einen Käfig. Ein Drinnen und ein Draußen. Bloß merken wir nicht die hermetische Natur des Denkens. Wir sind in der Annahme eingekapselt, dass unser Verhältnis zu den Objekten der materiellen Welt konzipiert, kategorisiert, kartografiert werden könnte. Aber die mentale Landkarte ist nicht die Landschaft. Position ist nicht Präsenz.
In unserer Kultur ist der Verstand in einer Verneinung verfangen, die unserer Umgebung ein eigenständiges Denken, ein eigenständiges Dasein aberkennt. Nur so haben wir die Vergewaltigung der Natur begehen können, die jetzt zu Klimakatastrophen führt. Die Amazonas brennt, die Antarktis schmilzt, da die Industrialisierung, die Inanspruchnahme sämtlicher Naturressourcen, die Indifferenz in Bezug auf die Folgen unseres Handelns nicht durch eine Offenheit, eine Anteilnahme, ein Anerkennen des Eigenlebens der Natur gebremst worden ist. Wir begegnen der materiellen Welt mit der Vorstellung von Besitz, von Beherrschung. We are proprietary, not participatory. Jetzt wird unsere Anschauung mit Auflehnung, mit Zurückschlagen durch Hitze und Hochwasser beantwortet. Und wir drängen uns zusammen, suchen Schutz innerhalb eines leider löchrigen, durchlässigen Käfigs. O tempora, o mores. Diese abgeschottete Einstellung beeinflusst auch solche Orte wie denjenigen, an dem wir uns jetzt befinden. A white cube, ein weißer Würfel. Die beabsichtigte Absonderung des Ausstellungsraumes, die Absichten hinter einer Ästhetik der weißen Reinheit, wurden von Brian O'Doherty in Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space, treffend geschildert. Christiane Minicke Schwarz, Direktorin des Kunsthauses Dresden, bezieht sich auf seine Analyse und schreibt: Der geschützte Galerieraum, dessen Mechanismus O'Doherty ebenso sarkastisch wie liebevoll beschreibt, ist erst im Lauf der letzten 100 Jahre zum Habitat der Kunst geworden. Ein möglichst leerer, neutral, meist weiß gehaltener Raum mit kontrollierten Licht- und idealerweise auch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen, an dessen gleichbleibende Beschaffenheit man sich verlassen kann. Als Gegenentwurf dazu haben Sie und Ihre Teammitglieder ein Freiluftmuseum eröffnet, einen mit verschiedenen Wildpflanzen bewachsenen Garten. Über diesen Schritt in die Unberechenbarkeit der Natur sagt sie: Diesen Raum, den weißen Cube zugunsten des lebendigen Wildwuchses zu verlassen, der in einem Garten herrscht, klingt aus kuratorischer Sicht mehr als nur unvernünftig. Es ist der pure Kontrollverlust. Und aus der Perspektive des Gartens schaut sie auf die weiße Zelle zurück und kommentiert: Wie ein Labor oder ein Krankenhaus vermittelt er heute vor allem eins: Wir haben alles unter Kontrolle. Auch hier heute Abend haben wir die Möglichkeit, aus einem Käfig zu treten. Erst müssen wir aber überhaupt merken, dass wir uns darin befinden und dass wir das ändern können. Think outside the box. Dieser Schritt verlangt ein Erkennen von der Geschlossenheit des Gedankenraums, von der schützenden Funktion der Wände aller mentalen Boxen. So. Eine solche Erkenntnis jedoch ist nur der Anfang. Wir müssen merken, dass wir immer wieder aus Widerwillen, aus Furcht vor Veränderungen, zu den begrenzten Innenraum zurückkehren. Unser Intellekt will immer wieder eine Position einnehmen, will eine Burg verteidigen. So gibt er so leicht seine vermeintliche Herrschaft nicht auf. Aus Le Penseur wird Le Boxeur.
hinter dieser Pose der Potenz steht die nackte Angst. Lieber sicher bleiben, das andere ausschalten. Eine ziemliche Sackgasse. Oder ein Wendepunkt. A pivot and a path. Ein Pfad der Entdeckung. Eine Fragestellung. Was gibt's da draußen? Eine Bereitschaft, von der Meinung abzulassen, man wisse die Antwort schon. Eine Neugierde und eine Fokussierung auf einen Spalt, auf die Leere, die zwischen den Dingen der umliegenden materiellen Welt und dem mentalen Raum einer eingenommenen Position liegt. Schauen Sie bitte auf diesen weißen Pult, während ich kurz verschwinde. Und spüren Sie bitte die räumliche Strecke zwischen sich und dem Objekt da vorne. Spüren Sie das, was dazwischen liegt. Eine Distanz, eine fühlbare Leere, eine Stille. Die lateinische Sprache bietet eine treffende Bezeichnung dafür. Das Interstitium, der Zwischenraum. Während wir das Wort anschauen, merken wir, dass das, was es bezeichnet, um es herum liegt, der Zwischenraum, die Abstände zwischen den Buchstaben, der Raum zwischen dem Blatt Papier und jedem von uns, der Raum zwischen ihren Gedanken und den Objekten der materiellen Welt, der Raum zwischen den Atomen, zwischen den Gestirnen, das Interstitium. Warum? Warum auf etwas fokussieren, wo nichts ist? Deswegen, weil das vermeintliche Vakuum der Ursprung von alledem ist, was wir in der materiellen Welt wahrnehmen. Die Quantenfeldtheorie dürfte im Hintergrund unsere Überlegungen mitschwingen, aber wir werden uns nicht auf einer wissenschaftlichen, konzeptuellen Ebene unterhalten und uns von dem ablenken lassen, worum es eigentlich geht. Eigentlich geht die wortlose Stille, die von unserem ständigen Denken überdeckt wird. In seinem Buch Quantum Healing vergleicht Deepak Chopra das Denken mit einer Absperrwand, hinter der das Schweigen liegt. The stream of consciousness, which is constantly full of thoughts, acts as a screen to keep the silence hidden. It is possible to spend a lifetime listening to the inventory of the mind without ever dipping into its source. Keine Bange, wir werden uns heute Abend nicht in die Meditation versenken. Stattdessen können wir einfach innehalten und auf der sinnlichen Ebene lauschen, das hier und jetzt wahrnehmen. Genauso wie die Distanz zwischen Ihnen und diesem Pult,
gibt es überall Spalten, Lücken, weiter. Vielleicht hören Sie zwischen meinen gesprochenen Worten die Stille, die Sie umgibt. Quelle. Quanten. Kunst. Oder vielleicht nehmen Sie hier auf den Gemälden von Rosilene Ludovico die Leerstellen zwischen den Tupfern, Strichen und Flecken wahr, spüren die Eigenart des dynamischen, hervortretenden Hintergrunds. In seinem Aufsatz im Katalog zu dieser Ausstellung spricht Lehmert Garcia dos Santos in Bezug auf die Malerei von Rosilene Ludovico von einem paradoxen Raum der Kontemplation, der weder objektiv noch subjektiv ist. Er schreibt, in diesem Raum können sich die Gegensätze treffen und widerstandslos vereinigen. Weder innen noch außen. Ein intensiver Raum dazwischen. Für mich persönlich ist ein Werk im Nebenraum Desert, dessen bunte Partikel mit besonderer Intensität ein dreidimensionales Energiefeld innerhalb und vor der Leinwand ausbreiten. Dos Santos beschreibt dieses malerische Ereignis bei Rosilene Ludovico im Allgemeinen. Eingetaucht in die atmosphärische Veränderung in der Natur und im Geist, scheint die Künstlerin, wie ihre Porträtierten, einen Nichtort zu besetzen, dessen Nicht-Aussichtspunkt diese Raumzeit zwischen dem Traum, dem Schlaf und der Wachheit, diesen unaussprechlichen Riss, wo sich das geistige Bild auftut. Heketas der Malerei. Heketas. Dieser philosophische Kunstbegriff geht von dem mittelalterlichen Scholastiker Johannes Duns Scotus aus und enthält das lateinische Demonstrativpronomen hek, dieses. Heketes bedeutet Diesheit, bezeichnet das Spezifische eines einzelnen Objektes. Der Intellekt ist in der Lage, diese Spezifität zu benennen, zu beschreiben, zu analysieren. Es gibt aber ein anderes menschliches Vermögen, das die Diesheit eines Dinges viel tiefer erfassen kann, nämlich die Imagination. Unsere Vorstellung enthält die Kraft der Verwandlung und wird vom Novalis in den Fragmenten geschildert als die Leichtigkeit unserer Seele, in jedes Objekt einzudringen, sich in jedes sogar zu verwandeln, der sich nach der ewigen Nacht sehnende Dichter erlebt diese Einbildungskraft als einen wunderbaren Sinn im Reiche des Traumes. Aber meine persönliche Erfahrung zeigt mir, dass dies auch im Wachzustand möglich ist. Dazu ist eine Gegenwärtigkeit erforderlich, die das Hier und Jetzt in seiner momentanen Konfiguration wahrnimmt und einfach wartet, nichts tut, nichts erwartet. Eine Offenheit, die nur schaut und lauscht, die den Zwischenraum wahrnimmt und einbezieht. Eine Sensibilität für die Stille. Hier ist die Fantasie zu Hause. Entlang der Linie zwischen verschiedenen Zuständen, sukzessiven Konkretisierungen, Metamorphosen, wobei wir
uns mit Metamorphosis, Verwandlung, wieder bei den Griechen der Antike befinden. In einer Landschaft, wo die Grenzen zwischen den Menschen und der Natur fließend sind. Wo Io eine Kuh, Pochne eine Nachtigall und der selbstverliebende, sterbende Narziss eine Blume wird. Wo die verzweifelte, vor Apollon fliehende Daphne sich in einen Lorbeerbaum verwandelt. In der Marmorstatue von Bernini wächst Rinde um den nackten Körper, sprießen Zweige und Blätter aus den Fingern. Hier sehen wir die Schnittstelle zwischen den menschlichen und vegetativen Zuständen, einen sich rasch ausbreitenden Übergang an der Schwelle des noch nicht und doch schon. Motion fixed in marble. Die Instantaneität des Fließens. Verschiedene Gegensätzlichkeiten in paradoxer Paarung. Gestaltwandel am Nichtort der Gegenwart. Das schöpferische Potenzial vom Interstitium. Dies ist eine mythopoetische Landschaft, ein von auffallender Energie durchfluteter Bezirk, eine magische Sphäre, wo die menschliche Einbildungskraft lebendige Wesen in der Natur hervorzaubert, Fauna und Nymphen, River Gods and Sea Monsters, den Sonnengott Helios und Eos, die Morgenröte. Geschöpfe der Imagination, die die Luft beleben, die Wälder bewohnen. Malers Brise oder raschende Blätter zu erleben. Malers flüsternde Stimme oder körperliche Gestalt. Immer an einer zitternden Grenzlinie zwischen Greifbarkeit und Unsichtbarkeit wahrgenommen. In dem energiegeladenen Zwischenraum, wo auch die Musik entsteht. Aus dem Nichts kommend, zur Stille zurückkehrend, bewohnt die Musik das Interstitium, stets sich verändernd, ihre Klänge einen nach den anderen entfaltend, besteht sie aus ständigen Metamorphosen. In der etruskischen Tomba dei Leopardi erklingt sie stumm, aber sinnträchtig. Eine vor langer Zeit verschwundene Melodie, uns aus der Stille ergreifend. Das gedoppelte Rohrblattinstrument hieß Allos bei den Griechen, Supplu bei den Etruskern, Tibia bei den Römern. Es soll von Athene erfunden worden sein, um den Klagegesang der Gorgonen zu imitieren. Seine Eigenart, seine Diesheit war klagend, schalmeienartig. Das Weh des Abschieds, des Verlustes, das allen Metamorphosen innewohnt. Der Schmerz des Todes, der besonders präsent am Orte des Freskos ist, einem Grabgewölbe bei Tarquinia. Aus der Tomba del Triclinio, von demselben Nekropol, kommt diese Darstellung von zwei Tänzern. Mit wirbelnden Armen und sich beinahe berührenden Händen schreiten und hüpfen sie im Rhythmus eines Reigens. In regelmäßigen Intervallen akzentuieren Bäume ihr Fortschreiten. Vielleicht nicht ganz zufällig, ist der eine Baum genau zwischen den ausgestreckten Fingern des Mannes und der Frau positioniert, als ob sie um ihn herumtanzen. Trotz einer etwas ungelenken Wiedergabe der Proportionen ihrer Glieder bewegen sich die Körper mit Anmut und Vitalität. Dieser fließende Eindruck ergibt sich, obwohl die Tänzer sich in einer etwas starren und dekorativen Zweidimensionalität befinden. Um die vertikale Achse des Baumstammes, in dem Spalt zwischen den Fingern, entsteht ein rotierender, dreidimensionaler Raum,
der fixiert und fluid zugleich ist, dessen Dynamik im Stillstand verwurzelt ist, ein Riss, eine Reibung, eine Lücke, eine Quelle, eine weitere Kristallisation aus dem Interstitium. Die zwei Fresken evozieren das mythopoetische Gelände der Antike, wo Götter verweilen, wo Menschen ihre Gestalt verändern, wo Musik und Magie wesensverwandt sind. Numinous transformations in the here and now, sensed in music and dance. Diese Landschaft ist eine Schöpfung der Vorstellungskraft, so wie ein Ausdruck der Natur, ursprünglich und unmittelbar und überraschenderweise unweit unserer eigenen Realität. Die Omnipräsenz von Interstitium verursacht aller Art Mirakel der Kreativität, alltägliche sowie allergrößte. Irgendwo dazwischen liegt eine persönliche Erfahrung, von der ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Vor vielen Jahren, vor Jahrzehnten sogar, radelte ich durch Berlin und sah plötzlich am Straßenrand ein Objekt, das mich zum Anhalten und Absteigen zwang. Ein Stück war von der Rückenlehne eines Stuhls abgebrochen und lag jetzt inmitten von Staub und Zigarettenkippen. Ich nahm es auf, schüttelte es sauber und meinte, eine Art Kriegsbeil in der Hand zu halten. Von seiner originären Funktionalität als Möbelstück je getrennt, besaß das bescheidene, hölzerne Fundstück eine andersartige Energie, eine Mitteilung, die ich noch nicht verstand. Und so nahm ich es mit nach Hause, wo es viele Monate da lag, gelegentlich in die Hände genommen, berührt und befragt, bis ich auf einmal eines Tages die Gestalt eines Vogels darin sah, einen Specht mit langem, spitzem Schnabel, mit Federn, die sichtbar werden wollten. Mit Fingerfarben streichelte ich das verwitterte, leblose Holz, bis der darin enthaltene Vogel in Erscheinung trat. Zitternd, stoßend, sporadisch, dann regelmäßig, insistierend, Bewegung einflößend, zum Tanz auffördernd. Spüren Sie vielleicht ein Energiefeld um das Objekt, das von innen herausstrahlt? Etwas Belebendes, sogar Berückendes. Und schon wieder ein griechisches Wort dafür. Rhythmos. Eine latente Lebendigkeit, darauf warten, Takte zu schlagen, die Stille zu stimulieren. Da wird das Interstitium hörbar, verformbar. Und an kann es gehen, an. Immer abrufbar da, immer da latent darin. Rhythmus. Schlagende Hände, stampfende Füße. Ein haptisches Geschehen
um die Hohlheit herum. Eine Magie des Talismans. Beeindruckend, aber irgendwie unvollkommen. Jahrelang begleitete mich ein vages Gefühl in Bezug auf das Stück Holz. Eine wortlose Frage, bis ich eines Tages endlich auf der anderen Seite einen bunt gefiederten Tropenvogel sah. Eine zweite Metamorphose, a burst of color, a blossom. Und ein zweiter Kanal für die Musik. Aus der schmalen Kehle, durch den zarten Schnabel, kommt strömender Gesang auf Griechisch Melos. Schwebend, gleitend, sich aufschwingend. Haben Sie gemerkt, wie die Melodie aus meiner eigenen Kehle kam? Dass es mein physikalischer Körper war, der die Klänge erzeugte. Mehr als eine materielle Basis, viel mehr. Ein Sänger zeigt uns auf unmittelbare Art und Weise, wie die menschliche Stimme eins ist mit ihrem Klangkörper. Der singende Mensch spielt ein Instrument, was er selber ist. Die Stimme ist Materie, besteht aus Muskel, Knorpel und Knochen. Gleichzeitig ist sie immateriell. Ton, Klangfarbe, Volumen. Hörbar, aber unsichtbar. Auf dem Atem getragen, vom Zwerchfell gestützt, ertönt die Stimme, bis sie kurz dem Einatmen weicht und rasch in die Stille sinkt. Zurück im Nu zum Interstitium. Diesen Bezug zum Nichts, dieselbe dynamische Spannung, spüren wir auch innerhalb der mythopoetischen Landschaft in Form der vier Elemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Auf Griechisch Pyr, Ge, Aer, Hydor. Es war der sizilianische Philosoph Empedokles, der im 5. Jahrhundert vor Christus diese Quadriade aufstellte. Er bezeichnete sie als Rhizomata oder Wurzel, aus denen die ganze Schöpfung wächst. Aus der Unsichtbarkeit in Erscheinung tretend.
wandelbare Energie, flackernd, knetend, wallend, fliegend. Merken Sie, wie meine Hände den leeren Raum modulieren, wie sie zusammen mit Ihnen, mit der Ihnen und mir innewohnenden Vorstellungskraft sich bewegen, Formen erzeugen und loslassen, alles im fließenden Fokus des Hier und Jetzt. Wir sind weit entfernt, weit, weit entfernt, ich auch, von Descartes Weltbild, von Descartes Weltbild und seiner Auffassung, der Körper sei eine Maschine. Wirklich? Wirklich? Jetzt können wir viel deutlicher die Konsequenzen von so einem mechanistischen Weltbild erkennen, die Selbstentfremdung des Intellekts vom eigenen Körper wahrnehmen. Diese Haltung ist ein Rückzug vor der Sterblichkeit, der Gegensatz zur klaräugigen Geste des jungen, todkranken Dichters John Keats im Jahre 1819. This living hand, now warm and capable of earnest grasping, would, if it were cold and in the icy silence of the tomb, so haunt thy days and chill thy dreaming nights that thou would wish thine own heart dry of blood. So in my veins red life might stream again and thou be conscience calmed. See, here it is. I hold it towards you. Hecetas einer Hand, ihre Einzelheit, ihr Eingebundensein im Hier und Jetzt, ihre Vergänglichkeit. Der menschlichen Mortalität setzten die alten Griechen die Welt der unsterblichen Götter entgegen, die ein ewiges Leben in den marmornen Hallen vom hohen Olympus führten. Gleichzeitig bewohnten sie ihre Tempel auf der Erde, waren tatsächlich anwesend in ihrer glanzvollen, darin enthaltenen Bildnissen, in ihren Tempeln der Erde. In Olympia, der kolossale, sitzende Göttervater, auf der Akropolis, Athena Parthenos, gleichfalls aus Elfenbein und Gold. Die Gottheiten waren auch durch ihre Orakel wahrnehmbar. Zeus, durch das Raschen der heiligen Eiche in Dodona, Apollon durch die delirierenden Worte der Pythia in Delphi. Kehren wir zum benjaminschen Zitat zurück. Eine antike Venusstatue zum Beispiel stand in einem anderen Traditionszusammenhang bei den Griechen, die sie zum Gegenstand des Kultus machten, als bei den mittelalterlichen Klerikern, die einen unheilvollen Abgott in ihr erblickten. Was aber beiden in gleicher Weise entgegentrat, war ihre Einzigkeit, mit einem anderen Wort, ihre Aura. Die mythopoetische Landschaft des antiken Mittelmeerraumes, reichlich versehen mit heiligen Hainen und prächtigen Tempeln, bewohnt von Satyren und Schäfern, beseelt und behütet, wurde von Christentum völlig verwüstet. Im Vatikan steht ein Fresko von Tommaso Laretti mit dem Titel Triumph der Christenheit. Am Boden einer weiträumigen, imposanten Halle
liegt die zerschmetterte Statue des Gottes Hermes. Ihr Schicksal wurde von unzähligen Bildnissen geteilt. Vehement geschwungene Hämmer haben diese Göttinnen am östlichen Ziergiebel des Parthenons geköpft. Wie Benjamin sagt, Dämonen, Abgötter. Bronzen wurden verschmolzen, sakrale Gebäude wurden angezündet und dem Erdboden gleichgemacht. Über die zahlreichen Torturen und Tötungen der sogenannten Heiden wird seit jeher nichts gesagt. Wie Catherine Nixie beobachtet in The Darkening Age, The Christian Destruction of the Classical World, History is written by the winners, and the Christian victory was absolute. Es gibt aber eine alternative Lesung zur christlichen Selbstglorifizierung in dem Fresko von Loretti. Hat Hermes tatsächlich seine Aura verloren? Wurde er wirklich seiner Hezeitas beraubt? Der Bereich, in dem er eigentlich existiert, ist nicht nur die physikalische Umgebung seines Bildnisses, sondern auch der Vorstellungsraum seiner Verehrer. Die Verbindung zwischen den beiden muss nicht unbedingt durch die herumliegenden Fragmente abgebrochen worden sein. Betrachten wir die Abstände zwischen Oberarm und Heroldstab, dem sogenannten Caduceus, zwischen Hals und behelmten Kopf. In meinen Augen zittert und unduliert eine Spannung zwischen den Stücken, als ob sich die zwei Schlangen vom Hermesstab abgewickelt haben und sich jetzt zwischen den Gliedern schlängeln. Oder als ob die Bruchstücke die noch brennenden hölzernen Reste eines sich kringelnden Lagerfeuers darstellen. Eine pulsierende Energie innerhalb einer Leere, das Interstitium. Benjamin redet von der ursprünglichen Einbettung des Kunstwerks in einem magischen Ritual, dessen schöpferischen Zauber wir heute Abend mehrmals erlebt haben. Mein Argument ist, dass diese dem Altertum so vertraute Magie absolut modern, ständig abrufbar ist. Im Hic et Nunc, im Hier und Jetzt. Wir können unser lateinisches Wort Interstitium auch updaten, wie es so schön heißt, und mit dem englischen Wort Gap ersetzen. Im Londoner Untergrund gibt es an der Bahnsteigskante entlang wiederholt den Hinweis Mind the Gap. Der Schritt in den Waggon erfolgt über einen Spalt. Der Zwischenraum als Übergang, als Medium einer Metamorphose. So kann ein profaner Hinweis als profundes Emblem dienen und mich zu einer Proklamation animieren. Ein Manifest in der Tradition der Futuristen, der Kubisten, der Suprematisten. So. Gap Art. Metamorphosis in Emphasis. Gap art happens in the here and now, in the space between things, the void in the vase, the expanse of deep space, the interstitium. Gap art is immediate, unpredictable, evanescent. Gap art is positionless, possessionless, pervasive. The gap is where the rabbit pops out of the hat. The gap is where the seed germinates. The gap is where stillness stirs and sounds. Gap art arises from silence. It appears within vacancy. It culminates and dissipates. The gap is the field between nothing and something.
the rift between mind and body, the rub between stasis and flow. Gap art is friction, heat, radiance. Gap art takes root, buds, blossoms. Gap art is empty. Gap art is full. In gap art, nothing happens. Mind the gap. Bevor wir nach Hause gehen, möchte ich mit Ihnen ein Experiment machen. Können Sie sich daran erinnern, wie wir am Anfang des Abends von der Strecke zwischen dem Pult und Ihnen als ein Raum der Ungewissheit, ein Fokus der Neugierde gesprochen haben? Ich möchte sehen, was wir jetzt gemeinsam darin entdecken können. Ich mit einer Vorführung, Sie mit Ihrer Vorstellung. Machen wir ein bisschen Gap-Art zusammen. Packen wir die Sache über die Mimesis an. Ein griechisches Wort mit der Bedeutung, eine nachahmende Darstellung der Natur im Bereich der Kunst. Ich will Ihnen einen Baum zeigen, eine visuelle Repräsentation anbieten, eine ideelle Schönheit anstreben. Und so habe ich bei der Vorbereitung dieses Abends Wachsfarben genommen und ein Bild für Sie gemacht. Tada! Ein klägliches Scheitern, fürchte ich. Ja. Ungewollt hölzern, kein Heketas. Die Malerei ist halt nicht mein Ding. Zweiter Versuch. Über den Körper. Über meinen Körper. Über meinen Körper in diesem Augenblick, in diesem Raum. Hic et nunc. Durch Diesheit zur Darbietung. Mal sehen, was daraus wird. Vielleicht ein Gappening? Als sonstiges Material nur Holz. Und einen Augenblick bitte. Ein Stück Holz als Material. Vielleicht wie dieses Stück hier. Solide, nützlich, ein Formwandler. Mal ein Stück Brennholz. Oder ein Korb. Eine Zahnstocher. Eine Staffelei. Aber alle diese Gebrauchsgegenstände sind tot, energielos, ohne Aura. Suchen wir stattdessen andere Erscheinungsformen eines Baumes, uns an eine Formulierung von Benjamin erinnernd, die auratische Daseinsweise eines Kunstwerkes. Uns in die empfängliche Leere vor diesem Pult begebend, ohne vorgefasste Erwartungen. Offen für Überraschungen, einfach schauend, lauschend. Let's mind the gap together. Vorher möchte ich zwei Vergleiche anstellen, die vielleicht bei dieser geistigen Einstellung behilflich sein dürften. Die erforderliche Mischung aus Passivität und Bereitschaft ist wie bei Bodysurfing. Man wartet im Wasser, beinahe antriebslos, bis man bei einer entsprechenden Welle und im richtigen Augenblick in die fallende Welle hineinspringt und von der rotierenden Turbulenz mitgetragen wird, mitunter bis weit auf den Strand hinauf, wo man ausgestreckt und erfüllt auf dem Sand liegt, während das restliche Wasser zurückebbt. Oder beim Segeln. Denken Sie an einen großflächigen, bunten Spinnaker, von dem vorwärts strebenden Bug aufgebläht, nichts anderes machend
als den Wind empfangend. Das Holz eines Baumes ist hart, wie diese zwei kahlförmigen Stücke hier. Egal, wie stark meine Hände versuchen, sie zusammenzudrücken. Ja, sie geben nicht nach. Sie behalten ihre Form. Ich höre die Robustheit im Klang von verschiedenen Klängen, verschiedenen Bezeichnungen von dieser Holzart. Auf Deutsch Eichenholz. Auf Latein Robur. Auf Serbokroatisch Rast. Fest in meinen Händen. Haltgebend. Genauso wie ein stolz emporragender Baumstamm, über Jahrzehnte gewachsen, mitunter über Jahrhunderte, ein pulsierender Ring nach dem anderen, sich ausdehnend, in die Höhe steigend, an einem einzigen Ort, an einem schon beim Keimen einer Eichel festgelegten Stelle. Davon entfernt sich die Eiche nie. So fest da verwurzelt, dass sogar eine starke Windstöße kann sie aushalten. Sehen Sie, wie unbeweglich der Stamm bleibt, wenn ich dagegen drücke. Das spüren Sie. Das spüre ich, wie durch den Widerstand, dass Energie durch meine Waden und Füße in die Erde dringt. Übernehmen wir die Position des Baumes. Wenn ich hier stehe und mein Gewicht durch die Beine abgebe, dann bewegt sich mein Körper. Ein leichtes Hin und Her. Dazu ein Ton. Ein Knarren aus dem Innersten des Baumes kommt. Dieser Ton hat eine Richtung. Abwärts. Abwärts. Bis zum Rande der Sichtbarkeit. Nach unten kommt. Wie ein Flaschenöffner sich in den Kork hineinschraubt. So winden sich Spiralen in die lichtlose Erde hinein. Tief, immer tiefer. Nahrung, Feuchte suchend. Und den Stamm immer mehr festigend. Dunkel, dynamisch. We're going down, 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 down.
diese Mannigfaltigkeit der Wurzel hat eine Entsprechung hier da oben im Licht, die Verastelung. Sich spaltende, ausbreitende Energie, eine muskulöse Angelegenheit. Die Spaltung. Eins für zwei. Bifurcation. Zwei werden vier. Die Verästelung, Ramification, wie die Bronchien im Brustkorb, sich auffächernd, sich verjüngend, eindringend in den umliegenden Raum, ihn umarmend, aufsteigend, immer weiter nach oben greifend. Im Frühjahr diese tastende, wachsende Präsenz dem Sonnenlicht begegnet, dann sprießen aus den zahlreich ausgestreckten Fingern grüne Knospen, zarte Blätter, das Wunder der Photosynthese, aus dem griechischen Phos, Licht und Synthetis, Zusammensetzung. Jedes Blatt fängt die Sonnenenergie ein, nützt sie in einer chemischen Reaktion, um aus Kohlendioxid und Wasser Einfachzucker und Sauerstoff zu bilden. Hunderte, Tausende von grünen Blättern an einem Baum, innerlich zitternd, summend, schöpfend, voller Glukose, glücklich im warmen Sonnenlicht, singend, eine Baumnymphe bildend, eine Dryade, aus dem Stamm momentan hervortretend, die Chlorophyllis.
und dann gleitet sie weg. Ihre Stimme verklingt. Sie verschwindet wieder in den Sturm hinein. Die Stille kehrt zurück. Die mythopoetische Landschaft verliert an Konturen, entfernt sich von uns. Eine Distanz tut sich auf. Unser inzwischen vertrautes Interstitium, das eigentlich die ganze Zeit da war, als Leerheit, als Latenz. Und was wir mit diesen botanischen Verwandlungen erlebt haben, entsprang daraus. Eine grüne Energie. Ein Samen, der sich aufspaltet und eine Essenz freischafft. Ein sich fortsetzendes Wachstum. Hallo, Mann. Das ist die... So ist ein sich fortsetzendes Wachstum. Eine Pflanze. Und nicht nur die Vegetation selber, sondern auch die Vorstellungskraft, die in jedem von uns sich entfaltet hat. Die innere, unsichtbare Kreativität. Falls die Darbietung irgendwie gelang, dann aus dem Grunde, weil sie mit ihrem inneren Auge irgendwie einen Baum gesehen haben, zwischen Pult und Publikum, eine dynamische Präsenz gespürt haben. Eine Diesheit, aus der nichts erschienen, sich momentan manifestierend, zierlich balanciert auf der Schwelle des Verschwindens, die Magie der Imagination, die Kraft der Metamorphose, die auratische Daseinsweise des Kunstwerks. Nature's own presence, met emphatically by the human imagination. Der Ort dieser Begegnung zwischen Mensch und Natur ist ein fruchtbares Feld, aufkeimend, aufblühend. Und so beenden wir den Abend mit einer letzten Entfaltung aus dem Nichts. Ein Pflanzenteppich, eine Wiese im Frühjahr. Primavera. Thank you so much. Mm.